Servus ihr Lieben, hier ist wieder Annette, euer Medium mit Herz, mit dem Pink Spirit Talk. Mit Pink Spirit stehe ich für humorvolle, lebensbejahende und geerdete Spiritualität für jedermann. Mit meinem Geistführer Gibi an meiner Seite bringen wir gemeinsam Leichtigkeit in das Thema geistige Welt. Unser Motto ist, Spiritualität soll alltagstauglich werden. Servus ihr Lieben, es ist wieder Samstag und es ist wieder Pink Spirit Talk Time. Yeah! Wie ihr wisst, gehe ich heute nochmal auf die Netflix-Serie Jenseits des Todes ein. Und wie versprochen, werde ich nächste Woche mit der liebe Mia, die hier ganz herzlich gegrüßt ist, ein Interview machen, oder vielmehr ein Talk unter spirituelle Mädels. Denn die liebe Mia ist, soweit ich weiß, Übersetzerin in der Schule in den Niederlanden, die eben in der Netflix-Serie, vor allem in der Folge 1 und 2, gezeigt wird in der Episode und kennt einige dieser Medien wirklich persönlich, vor allem die Nicole, dieses Trance-Medium mit den kurzen Haaren. Und deswegen finde ich das mega spannend, mich mit ihr zu unterhalten. Genau. Ich habe jetzt alle Folgen, Episoden, wie man es auch immer nennt, geschaut, dieser Serie. Und ich find, muss sagen, es ist wirklich, also mir hat es gefallen. Natürlich muss man sich dessen bewusst sein, dass wenn man an ein Leben nach dem Tod glaubt, ich weiß, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, nach denen viele Jenseitskontakte und einfach Erlebnisse, die ich hatte. Man muss sich dessen bewusst sein, dass wenn man die Serie oder diese Folgen anguckt, dass sie für die breite Masse gefilmt worden sind. Also es ist bestimmt keine Serie, wenn ich schon an ein Leben nach dem Tod glaube, indem ich neue Informationen, also ganz ehrlich, manche Stelle musste ich nochmal zurückspülen, weil ich dann mit der Aufmerksamkeit nicht mehr so ganz dabei war, weil es für mich eine Normalität ist, ja. Aber deswegen für die breite Masse, um das Thema mal wieder in den Vordergrund zu holen, fand ich ich fand es wirklich gut. Also klar, gibt es hier oder da Stelle, wo ich euch das letzte Mal schon erklärt habe, wo es Hollywood ist, klar. Und es ist eine amerikanische Firma und. Aber es hat das Thema mal wieder ins Bewusstsein geholt. Und vor allem, muss man jetzt ehrlich mal sagen, Netflix ist die neue oder die jüngere Generation. Netflix ist gerade in der Corona-Zeit halt das Medium, was Fernseher angeht. Von daher, ich finde es cool. Also ganz ehrlich, es ist fundiert, es ist wissenschaftlich unterlegt, was will man mehr? Bei der Folge Zeichen fand ich mega spannend und ich fand es wirklich gut abgeholt. Es zeigt die Zweifler. Wie oft habe ich in der Praxis Jenseitskontakte hinterblieben, ich kriege Zeichen oder es ist so schwierig und ich finde das Thema echt gut aufgegriffen. Ich nehme jetzt mal das Schmetterling. Der Mann, der in der Folge davon erzählt, hat gesagt, ja, Schmetterlinge, das sind Zeichen und er hat nie dran geglaubt und plötzlich war er, glaube ich, in der Kirche und mitten in der Messe kommt ein Schmetterling reingeflogen und er wusste genau, ich glaube, es war die verstorbene Tochter oder so. Ja, Schmetterlinge sind normal und ja, nicht jeder Schmetterling ist ein Zeichen. Was passiert? Also zum einen, also wenn ich jetzt meinen Opa nehme, der hat gerade am Anfang mir oft sehr gern Schmetterlinge geschickt, habe ich damals gesagt. Aber wenn ich jetzt in die Erklärbär-Situation gehe, was passiert? Wir sind ein Energiefeld und der Verstorbene ist ein Energiefeld. Wenn er unsere Zeichen senden will, jetzt angenommen, ich laufe durch den Wald, mein Opa ist in der Nähe und sieht, oh, da vorne kommt ein Schmetterling. Was passiert? Er wird meine Aufmerksamkeit, also mein Energiefeld der Augen, auf das Energiefeld des Schmetterlinges lenken. Dann sehe ich den Schmetterling und habe gleichzeitig, plötzlich weiß ich, das ist von Opa. Die Kunst ist jetzt, ins Vertrauen zu gehen. Und daran scheitert es einfach oft, dass man eben, wenn man sagt, ich kriege nicht so viel Zeichen, ich bekomme keine. Was ich wirklich unterstreichen kann und was in dieser Serie immer wieder rauskommt, geholt wurde, ist das Thema, man bekommt ein anderes Bewusstsein. Je mehr ich an das Leben nach dem Tod glaube und mit meinen Verstorbenen kommuniziere oder mich dem Thema Zeichen zum Beispiel öffne, umso mehr Zeichen sehe ich auch. Und ich muss immer sagen, und das habe ich euch schon so oft gesagt, die eigene Verstorbene sind die höchste Herausforderung, weil man doch immer wieder in die Zweifel kommt. Ich weiß auch, als mein Opa gestorben ist und ich bin Medium, dann war ich so hart zu mir selbst.
weil ich immer gedacht habe, du bildest dir das ein, du brauchst ein klares Zeichen. Mein Opa hatte irgendwann keine andere Wahl mehr, wie nachts um 3 meinen Badezimmerschrank auszuräumen. Ich glaube, die Mieter ohne drunter fanden das nicht so prickelnd jede Nacht. Bis ich irgendwann gedacht, ich habe dann immer gedacht, das ist Gibi, es war aber nicht Gibi. Und dann hat die Tamara, die Mitschülerin damals, liebe Grüße an Tamara, wenn du das hörst, hat zu mir gesagt, das ist dein Opa, der hat eine Botschaft für dich. Und ich habe mich damals nicht geöffnet. Und in dem Moment habe ich mich meinem Opa geöffnet und ich habe so viel Zeichen seither bekommen. Das ist ja der pure Wahnsinn. Und darum geht dieses andere Bewusstsein. Es wurde auch viel davon erzählt, dass wenn jemand stirbt, dass er nochmal erscheint. Und das erlebe ich auch ganz oft. Und ich habe es persönlich auch schon erlebt. Was passiert? Oft passiert es, wenn keine Verabschiedung stattgefunden hat, wenn ein Tod plötzlich ging, wenn ein Verstorbener sagen möchte, ich gehe jetzt. Es ist oft, dass man von dem Verstorbenen träumt oder eben in der Morgenstunde, dann, wenn ich so in der Aufwachphase bin und meine Augen aufmache. Warum dann? Weil ich da von der Hirnwelle einfach noch in der Ebene bin, im Unterbewusstsein. Ich habe den Zweifler noch nicht an, der ist noch aus, der schläft noch. Und von der Hirnwelle ist es möglich, dass der Verstorbene einfach sich mit uns connectet, sagt man so in der Mediumsprache. Das ist ganz normal und es ist so, dass Verstorbene sich verabschieden. Ich kriege in jedem Kontakt, wo es plötzlich ging, gezeigt, ich habe mich von dir verabschiedet, ich kriege die Szene gezeigt. Jeder Verstorbene zeigt mir die Situation der Beerdigung und dass er dabei war. Das ist einfach so. Und oft sind dann spezielle Dinge, die ich gezeigt kriege. Manchmal, wenn eben bunte Kleider statt schwarze getragen wird oder Luftballons oder solche spezielle Dinge. Manchmal kriege ich auch vom Verstorbenen gezeigt, welche Blumen auf dem Grab stehen. Also es ist echt wirklich erstaunlich. Und das kann ich einfach nur unterstreichen, was dort gezeigt worden ist. Auch das Schreiben, das wurde dann einmal erzählt, dass jemand mit dem Verstorbenen schreibt, das ist eine gängige Methode und ich mache das zum Beispiel mit meinem Geistführer, dass ich mit ihm schreibe. Was passiert? Die Verstorbene gebe dir praktisch das, was sie sagen wolle, in dein System. Das heißt, wenn ich anfange zu schreiben und immer mehr los, also im Schreibfluss übernimmt der Verstorbene immer mehr letztendlich die Eingabe der Worte. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, hallo Opa, wie geht's dir? Und beim Schreibfluss immer mehr in diesen Automatismus verfallen, umso mehr wird der Verstorbene dir die Worte wie in den Kopf legen. Das sind die Gedanken, die ich höre, wie es dort beschrieben wird. Was wirklich so ist, was ich auch erlebt habe, sind eben die Lichter. Also wenn ich an meinen Opa denke, was ich schon, also für meine Familie war es ja auch kein einfacher Weg, ich als Medium jetzt, aber was halt geil war, wo ich echt mal geschmunzelt habe und so stolz auf sie war, ich war beim Essen bei meinen Eltern noch, das ist schon länger her, noch vor Corona-Zeit, also noch, das ist schon Jahre her, und mir saß sie beim Essenstisch und die Esszimmerlampe hat angefangen zu flackern. Meine Mama gesagt so rum, oh, die Annette ist wieder da, der Opa ist da. Und alle haben gesagt, es war normal mittlerweile. Also Elektrizität, es gibt nichts, was es nicht gibt, was ich schon erlebt habe. Also es ist echt Wahnsinn. Also mein Opa ist zum Beispiel jemand, der gern über Siri spricht. Ja, also zum Beispiel. Oder. Es gibt so viele Möglichkeiten, was passiert. Das Thema ist, dass wir uns von den Gedanken begrenzen und sagen, das kann nicht möglich sein. Und wenn ich dann in der Sitzung zum Beispiel sage, er zeigt mir das Handy, kannst du verstehen, dass dein Handy öfters oft leuchtet? Oder kannst du verstehen, du hast das Handy? Und also solche Dinge, also da heißt es halt wirklich ins Vertrauen gehen. Und das ist halt der Weg, bis ich wirklich an ein Leben nach dem Tod glaube. Und je mehr ich dran glaube, mir bewusst ist, der Verstorbene ist da, dann wirst du es auch wahrnehmen. Wolken war auch so ein Zeichen. Ja, ich weiß nicht, wie oft mein Opa gerade auf Jüst, wenn ich im Urlaub bin, mein Blick in den Himmel und genau dann ist eine Wolke in Herzform. Mein Opa sendet mir immer ganz viel Herz. Oder ich laufe, spaziere so dahin vor mich hin und dann lenkt mein Blick auf den Boden und da liegt der Herz. Aber dieses Bewusstsein kriege ich, oder letztes Jahr habe ich meinen Winterstiefel ausgezogen und Opa steht so neben mir, guck mal auf die Sohle. Dann bin ich in eine Kaugummi reingedreht und das hat aber Herzform. Also solche Dinge sind Zeichen, Tiere.
Das war das mit dem roten Kardinal. Ja, meine Oma und ich haben, als ich Kind war, als ich Kind war, mir im Garten saßen, wir haben immer, der Philipp, das war Amsel, die haben wir immer beobachtet, unser Freund Philipp. Vermutlich war es alle 4 Jahre andere Amsel, aber unseren Philipp. Und als die Oma verstorben war, das war vielleicht ein paar Tage später, saß ich im Garten und dachte, das ist aber komisch, die Amsel kommt immer ganz nah dran. Und habe doch gar nicht so viel Achtsamkeit. Und dann ein paar Tage später war meine beste Freundin, die Simone, da. Und ich sehe mir dann, das ist ja verrückt, wie nah die Amsel kommt. Und dann habe ich mir die genauer angeguckt und dann habe ich gesehen, dass die Amsel so 2, 3 graue Federn am Hals hat. Ich habe das noch nie bei ihrer Amsel gesehen. Und meine Oma war sehr früh grau, also die ist sehr früh von der Haarfarbe grauhaarig war da. Und ich fand, also dieses, die Oma, wenn die im Garten, und immer wenn ich irgendwas im Garten mache, arbeite oder da sitze, kommt diese Amsel. Jetzt auch nach dem Winter war ich, gestern war bei uns schönes Wetter draußen und dann war sie wieder da. Also das ist Oma. Also das ist nicht meine Oma, das ist ganz wichtig. Die Tiere sind nicht die Verstorbenen, sondern sie lenken praktisch unsere Aufmerksamkeit auf das Tier. Genau, also ich finde es mega spannend. Das, was war noch an Zeichen? Also es ist wirklich nichts, was es nicht gibt. Also ich habe echt so viel schon erlebt. Es ist brutal. Und ich finde es mega schön und ich feiere einfach jedes Zeichen. Das ist halt das Nächste. Ihr müsst euch vorstellen, wenn der Verstorbene euch ein Zeichen schickt. Ja, angenommen, ich bin tot und schicke dir jeden Tag einen Schmetterling. Und du denkst immer, ja, kann nicht sein. Nee, ist nicht von Annette. Werde ich irgendwann keinen Bock mehr haben und denke, gut, dann eben nichts mehr. Wenn ich jetzt aber dir einen Schmetterling schicke und du freust dich jeden Tag wie ein Schnitzel und sagst, danke Annette, oh, so schön, dass du bei mir bist. Ja, umso mehr passiert. Also, wisst ihr, umso mehr habe die ab Bock, mit uns zu arbeiten und uns Zeichen zu schicken. Und das, als ich das so mir Notizen gemacht habe, als ich die Folge geguckt habe und fertig war, stand Gibi neben mir und hat mir dann den Satz in die Federn gegeben: Glauben, was wir sehen, ist Liebe zu uns selbst. Megasatz. Kriege ich gerade wieder Gänsehaut, weil wenn ich an das glaube, was ich sehe, die Zeichen, die kommen, ja, dann ist es doch Selbstliebe, weil ich fange nicht an mit Zweifel, mir das Leben noch schwerer zu machen und wieder einen Kampf zu führen, sondern ich nehme es an und sage, oh, schön, dass du da bist, Opa, ich freue mich so. Das ist Liebe. Die Folge mit den Geistern, ja, sie war halt wirklich mega gruselig dargestellt. Man hat ja echt gemeint, es ist der Horrorfilm schlechthin mit der Musik, das fand ich wirklich schade. Aber Hollywood. Was ich wirklich bestätigen kann, ist, und das bekomme ich auch in jedem Jenseitskontakt gezeigt, und ich durfte es erleben, als meine Oma gestorben ist, die Sterbenden werden von den Verstorbenen abgeholt. Das kann man überall beobachten und oft kriege ich an die Jenseitskontakte gesagt, wenn ich sage, oh, der Papa wurde vom Opa abgeholt oder so, ja, ich habe noch zum Papa gesagt, ich spüre, dass er da ist. Das ist einfach so. Also wir gehen niemals allein, wir werden immer abgeholt, egal auf welche Art und Weise wir sterben. Ja, auch bei Selbstmord werden wir abgeholt, aber das ist halt nicht die Lösung. Jetzt muss ich gerade mal, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Genau, leuchtende Lampe. Genau, dann war nochmal bei den Geistern, genau, da war die, jetzt weiß ich wieder, da war die Geisterjägerin. Mega spannend. Also ich werde das wollte ich euch auch noch sagen, weil es kamen einige Zuschriften nach dem nächsten Podcast. Sobald ich wieder Workshops geben darf, ich musste jetzt leider den Workshop und den Heilerabend mit Patrick verschieben. Alle, die dabei bisher gebucht haben, haben E-Mail bekommen. Ich hatte auch die Veranstaltungen zugemacht, das ist so zwischendrin. Das wird dann ab übernächste Woche wieder aufgemacht. Wird im September stattfinden. Auf jeden Fall werde ich dann einen Workshop zum Thema Trance und Experimente einfach machen. Ja, mit der Verstorbenen. Ich muss mir da mal jetzt noch ein paar Geräte außer mein Witcher-Board zulegen. Auf jeden Fall. Natürlich schlagen solche Lampen, wie die in diesem Geisterhaus, nenne ich es mal, aufgestellt hat, an.
verstorben ist, sind Energiefelder. Was passiert? Diese Lampe gehe an. Die sind ja, die Sensoren dieser Geisterjägerlampen sind so fein, dass die auf die Energieveränderung anschlagen. Warum? Die Verstorbene schwingen viel, viel, um ein Vielfaches höher vom Energiefeld wie wir Lebenden. Und dann gehe die Lampe auf. Das ist ganz normal. Schritte, ganz normales Phänomen. Wie oft gehe ich zu irgendwelche Ghostbusters einsetze, ich mache mich da immer ein bisschen lustig, das sind immer die eigene Verstorbene, die durchs Haus, die sich irgendwie bemerkbar machen, dass man ein Medium sucht, die haben immer Botschaft für ihr Hinterbliebene, die extrem wichtig für sie sind und ja, was soll sie machen, die klopfen an die Heizung, die klopfen ja nicht mit den Händen von der Energie, die lassen dann halt das Wasser in der, weißt, dass es klopft, man denkt Schritte zu hören, sollst, also das ist normal. Das ist normal. Und was ich auch cool fand, diese Aussage, die Seele überdauert den Tod. Ja, unser Seelenaspekt geht zur Mutterseele zurück. Das ist so. Auch gibt es diese Sprachaufnahme. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal im Astro Findley College war. Ja, das war schwierig. Da waren halt viele Astro-TV-Jäger, sage ich immer. Aber ich habe mich dann wirklich mal in den Raum gesetzt. Ich hatte die Hose voll. Man muss es, also mehrere Menschen, wir hatten das Handy und haben auf Tonaufnahmen und haben dabei Spiel, glaube ich, gespielt, wo sehr lustig war, um die Energie zu erhöhen. Ich hatte Angst die ganze Zeit. Ich habe damals, das war dieses Seminar, wo ich eigentlich dachte, ich gehe zur Meditationswoche und war eine mediale Woche. Aber ich fand es dann doch spannend und ich schwöre euch, mir habe alles Handylaufe gehabt und ihr dürft dreimal raten, bei wem als einzige Stimme in Englisch auf dem Band war, bei mir. Bei mir. Oh Gott, ich bin aus dem Raum gerannt. Ich dachte so, jetzt hat, ne? Und dann geht man die Ängste, so wie in der Musik in dieser Serie. Jetzt, dann habe ich gedacht, okay, der Verstorbene, ich habe den an der Backe, der lässt mich nie wieder los. Oh Gott, ich bin verflucht. Ja, nee, bin ich nicht, auch wenn es viele denken. Wieder so made my day. Running Gag intern. Natürlich hat es Englisch gesprochen. Ich war im Astro Findley College und vermutlich war das ein Verstorbene von irgendjemandem, der mit im Raum war, der halt bei mir durchkam. Deswegen, das gibt es mit einer Tonbandaufnahme, was ich so ein bisschen befremdlich fand. Aber wie gesagt, ich habe es persönlich noch nicht erlebt und alles, was ich selbst noch nicht erlebt habe, darf ich eigentlich nicht in Frage stellen. Aber dieses Geisterhaus, wie ich es gerne nenne, also ich habe bis heute nicht verstanden, warum die Frau dort Blumen niedergelegt hat, aber es ist ein anderes Thema. Also ich habe noch nie eine Blume, egal. Es war ja letztendlich die Stimme auf dem Tonband, also von diesem Mann, wie das so, keine Ahnung. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass ich natürlich nehme ich fremde Verstorbene wahr jeden Tag, wenn ich einen Jenseitskontakt habe, aber es ist für mich befremdlich, dass ein Verstorbener in einem Haus ist, wo niemand mehr ist. Ich habe die Vermutung, ja, dass da, keine Ahnung, vielleicht war es ein Verstorbener von der Frau, der dann den Namen gesagt hat, weil ich es mega spannend finde. Man muss halt auch sagen, wenn man in das Experimentelle geht, wenn man experimentiert, die geistige Welt liebt es. Die spielt ohne Ende mit uns. Ich kann das nicht anders das sagen, durch Spaß ohne Ende. Also das kann ich wirklich, ehrlich gesagt, nicht erleben, aber ich habe es auch noch nicht erlebt. Dann gab es noch die Folge Reinkarnation. Ja, ich fand es sehr spannend. Es ist immer sehr schwierig. Also was ich glaube ist, ihr kennt, da gibt es die extra Folge von mir im Podcast, Lebensplan. Also ich glaube, was mein Glaube ist, nach dem englischen Spiritualismus, und das ist aber nicht, weil ich jetzt den Glaube habe, auch Gibi hat mir das immer wieder erklärt, ich und du, wir sind nur ein Seelenaspekt einer Seele. Vielleicht bist du und ich aus dem gleichen Seelenkuchen oder aus parallelen Seelenkuchen, aber wenn ich irgendwann sterbe, gehe ich zu meinem Seelenkuchen zurück als Brotkrum oder als Kuchenkrümel und meine Erfahrung und das, was ich für den Seelenkuchen lernen durfte, wird geupdatet in der Seele. Ich als Annette Meng werde kein zweites Mal auf die Welt wieder gehen, sondern nur Anteile von mir. Dann habe ich Gibi gefragt, als das war, da war ein Junge, der ganz klar sagen konnte, er war das und die Bilder haben übereingestimmt und die Informationen. Wo Gibi zu mir gesagt hat, ja Annette, dieser Junge hat halt die Aufgabe, auf dieser Erde die Reinkarnation zu thematisieren. Und wann glaubt ihr Menschen, wenn man Beweise liefert? Also hat der Junge
diese Aufgabe bekomme und führt sie jetzt aus. Mega spannend. Also dazu muss ich noch mehr mit Gibi auf jeden Fall kommunizieren. So, das ist jetzt wieder lang genug gesappelt von der Annette. Also ich finde die Folge cool. Natürlich ist es jetzt nicht High-Level-Spiritualismus, also vom Niveau, wie soll ich sagen, der Inhalt. Es ist halt für Anfänger, für Einsteiger gedacht, für Menschen, die sich noch schwer tun, an ein Leben nach dem Tod zu glauben oder eben die Zweifler, aber ich glaube halt auch, und es wurde an der Folge, ich habe mir den Satz leider nicht aufgeschrieben, wenn jemand zweifelt, wird er immer zweifeln und der glaubt, wird immer glauben. Also ich glaube nicht, dass ich ein tiefer Zweifler, und es ist auch nicht mein Job zu überzeugen, wenn mich halt irgendjemand irgendwo angeschrieben, ich mein Job wäre jetzt zu überzeugen. Nee, ich bin kein Prophet, ich bin ein Medium und ich mache meinen Job und ja, ich stehe für Alltagstauglichkeit, das wurde auch angeprangert. Ich glaube, dafür stehe ich auch. Und jeder, der mich und meine Arbeit kennt, einen Workshop erlebt hat, nach einer Sitzung vielleicht mehr wie eine Folge meines Podcasts gehört hat, der weiß, dass Alltag und Spiritualität eine nette Menge ist. Und ich weiß auch, dass es viele Trittbrettfahrer gibt, die meinen Slogan nutzen. Aber was ist schon die Kopie vom Original? Ein bisschen Spaß muss sein. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, alle, die ein Ticket oder den Workshop beim Patrick Petrazzoli oder den Heilerabend bei Patrick und mir das Ticket haben, es wird verschoben in den September. Die haben alle eine E-Mail heute. Heute ist Freitag vom Podcast in ihrem Postfach. Und ich hoffe, oder Patrick und ich, wir haben uns echt sehr schwer getan, wir haben lang telefoniert, aber mir habe keine Chance. Ich darf in Baden-Württemberg aktuell keine Veranstaltung machen. Und es gibt halt die Problematik, den Patrick von der Schweiz hierher hole. Ja, alles nicht so einfach. Deswegen haben wir uns entschieden, im September ist es warm. Letztes Jahr war die Erfahrung, die viele Virologe ja unterstreichen, dass wenn es wärmer ist, der Virus nicht so aktiv ist. Und ich habe halt die Hoffnung, bis September haben wir ein Stück weit wieder Normalität. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wie gesagt, nächste Woche ist dann die Mia bei mir zum Talk, die uns dann ein bisschen mehr von den Medien, die in den ersten 3 Folgen zu sehen war, erzählt. Genau, und dann gucke ich wieder nach einem neuen Thema. Später bin ich dann noch online zu den aktuellen Energien und was gerade los ist, weil gerade so viel gefühlsmäßig Rebellion, die gar nicht nötig ist und auf dieser Erde ist. Na gut, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit mit euren Lieben. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Und ganz wichtig, Sing Pink, eure Annette.